Leider sind die Szenarien sehr düster, denn die Staatsschulden steigen und steigen weltweit immer schneller. Vor allem in den USA, aber natürlich auch hier in Europa. Und eben jene globale Schuldenbonanza, bei der einzig und allein Deutschland nicht mitmacht, sorgt bei immer mehr Investoren für große Unbehagen. Denn es steigt nicht nur die Verschuldung, vor allem wächst natürlich auch die Belastung durch die gestiegenen Zinsen drastisch an. Der Punkt, an dem alle dies nicht mehr tragbar ist, könnte schneller erreicht werden als gedacht und dann, naja, dann drohen schwere und heftige Folgen natürlich für das gesamte Finanzsystem. Schon seit der Finanzkrise ab 2007 sind die jeweiligen Schuldenquoten der Staaten in die Höhe geschossen. Die Gesamtverschuldung Frankreichs beispielsweise betrug 2007 noch 64,5% der Wirtschaftsleistung, also praktisch gleich auf mit Deutschland, dessen Verschuldung damals mal rund 64,2% betrug, und auch gleich auf mit den USA, deren Verschuldung damals noch rund 64,6% der Wirtschaftsleistung nach unseren Recherchen betrug. Während sich die Schuldenquote von Deutschland heute weiterhin auf gleichem Niveau befindet, haben alle anderen Staaten inzwischen Schuldenquoten von mehr als 100% erreicht. Und Japan, das schon immer allen anderen voraus war, rangiert sogar aktuell bei über 250%. Wie Sie auch hier im eingeblendeten Schaubild mal sehr gut erkennen können. Die Summe der weltweiten Staatsschulden hat sich also seit 2007 de facto mehr als verdreifacht. Und zwar inzwischen von knapp 100 Billionen Dollar auf eine Trendwende ist dabei nicht wirklich in Sicht. Doch an den Finanzmärkten dürfte angesichts der Aussicht auf immer höhere Haushaltsdefizite natürlich die Tragfähigkeit des Schuldenbergs mehr und mehr irgendwann doch mal in Frage gestellt werden. Und am dramatischsten ist die Entwicklung natürlich vor allem auch in den USA, wo die Schuldenquote inzwischen auch schon mal über 120% liegt. Und ein Ende dieser enormen Verschuldung ist im Land der unbegrenzten Möglichkeiten und leider keinesfalls in Sicht. Denn auch in diesem Jahr wird natürlich die Neuverschuldung 7-8% der Wirtschaftsleistung betragen. Also die dortige Gesamtverschuldung dürfte parallel sogar um weitere 17 Prozentpunkte steigen und dann fast 140% betragen, was wiederum griechische Verhältnisse eigentlich, sorry für den Ausdruck jetzt, aber es ist so, bedeuten würden. Vor allem aber dürften schon 2033 rund 25% der gesamten staatlichen Einnahmen nur für Zinszahlung draufgehen. Denn die Zinswende macht natürlich die Schuldenlast erst unerträglich, wie sie auch hier in der Grafik mal durchaus sehr gut ersichtlich ist. Es ist schon fast tragisch, dass die Leichtfertigkeit beim Geldausgeben in einer Zeit eingezogen ist, als es vergleichbar so einfach gewesen wäre, den Schuldenberg abzubauen. Denn in den Jahren nach der Finanzkrise, will ich nur mal darauf erinnern, boten die extrem niedrigen Zinsen die Voraussetzung natürlich für einen relativ einfachen Abbau der Schuldenquoten. Denn inzwischen, 2010 und 2019, lagen die Zinsen übrigens durchschnittlich 1,9 Prozentpunkte über dem Wirtschaftswachstum. Die USA und praktisch alle anderen Industriestaaten sahen alle dagegen als Einladung das für weitere Schulden an, sodass mir persönlich die Entwicklung der Staatsfinanzen in der Eurozone natürlich zunehmend Sorgen schon bereitet. Denn irgendwann wird das Ganze natürlich zu einem Crash mit Ansage führen. Zwar nicht in unmittelbarer Zukunft, jedoch dürfte das Ticken der Schuldenbombe leider immer lauter werden. Und wenn diese mal explodiert, sieht das jedoch anders aus als bei klassischen überschuldeten Nationen, die irgendwann einmal zahlungsunfähig werden. Denn die großen Währungsblöcke der westlichen Industriestaaten können nicht einfach so pleite gehen, da sie sich in der eigenen Währung verschulden und die Notenbank notfalls einspringen kann, weshalb andere Szenarien dann denkbar sind. Es könnte beispielsweise jederzeit zu einem Käuferstreik in einem dieser Länder kommen und damit natürlich zu heftigen Turbulenzen am Staatsanleihenmarkt. Und was dann passiert? Naja, zeigt sich sehr gut übrigens im Herbst 2022. In Großbritannien, als die damalige Premierministerin die Steuern für Unternehmen und Vermögende drastisch senken wollte, und zwar auf Pump. Denn seinerzeit schossen die Renditen für britische Anleihen in die Höhe und erst als die Notenbank intervenierte und die Premierministerin zurücktrat, beruhigte sich dann der Markt entsprechend wieder. Darüber hinaus dürfte aber auch die Inflation langfristig weiter höher liegen als gewünscht. Und zwar wegen natürlich der hohen staatlichen Ausgaben, was wiederum natürlich auch
leider steigende Zinsen dann wieder zur Folge hätte. Am Ende des Tages ist eine Schuldenkrise langfristig nur zu verhindern, wenn es den politischen wirklichen Willen gibt, schmerzhafte Korrekturen wirklich vorzunehmen. Denn der klassische Weg zu einer Sanierung der öffentlichen Finanzen wären Ausgabenkürzungen sowie Steuererhöhungen. Doch davon ist man weit und breit entfernt. Vielmehr stellen die hoch verschuldeten Staaten bereits heute schon die Weichen für weitere teure Ausgabeprogramme oder sogar auch angekündigte Steuersenkungen. Man wird also natürlich versuchen, die unumgängliche Kurskorrektur, solange es geht, nach hinten zu verschieben. Hinzu kommt, dass wenn wir hierzulande weiterhin auch richtigerweise unsere Schulden niedrig halten, genau dieser Umstand die anderen Europäer dafür nutzen werden, um noch mehr Schulden zu machen und sich neue Gemeinschaftsschulden auszudenken. Spätestens an diesem Punkt sollte eigentlich jedem, der dieses Video jetzt gesehen hat, bis hierhin gesehen hat, klar sein, dass uns einzig und allein die Gemeinschaftswährung Euro genau in diesem Teufelskreis bzw. in dieser Zwickmühle gebracht hat. Daher sollte es für jeden Sparer, meiner Meinung nach privat, klein wie groß, Anleger von außerordentlicher Bedeutung sein, auch Teile seiner Ersparnisse auch außerhalb des EU-Währungsraums völlig legal mit zu investieren. Welche Möglichkeiten es dabei gibt, welche Strategien und Investments überhaupt noch Sinn machen in aktuellen turbulenten Zeiten, das erfahren Sie übrigens in meinem exklusiven Online-Investment-Workshop. Den eingeblendeten Link zur kostenfreien Anmeldung finden Sie hier nochmal unter diesem Video in der Videobeschreibung. Und passend dazu habe ich erst vor kurzem auch ein interessantes Video zum möglichen Untergang der Währung Euro mal veröffentlicht, das ich Ihnen auch hier links entsprechend nochmal einblende. Klicken Sie auch dort gerne mal drauf und schauen sich dieses Video mit an. Insofern würde ich mich trotzdem freuen, natürlich, wenn Sie in meinem Workshop mit dabei sind. Alles weiter, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute, Ihr Klaus Rubbel.